Die Aufstellung ist eigentlich so, die gleiche Grundaufstellung wie im normalen Schach. Ja. Und dann pro Figur eine Ebene höher. Drei. Plus anbauen. Dann hat man die Raumaufstellung. Und die sind immer an der Grundaufstellung gescheitert. Und das habe ich mit dieser orthogonalen gelöst. Das war der Durchbruch. Der normale Bauer, wenn er das hier da steht, das ist sein Zugfeld. Und er schlägt die Felder vor ihm, aber nicht sein Zugfeld. Okay. Und im Raum ist das sein Zugfeld. Dann kann er daher schlagen, daher, darunter und darunter und auch so. Was er alles rechnet da. Aha, er fährt einfach darüber. Diese Symbolik, die habe natürlich ich entwickelt, verstehst du? Ja, ja.